Bleibt dran. Wird richtig epic. Nach dem epischen Intro machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wer beginnt? Legen wir mal los. Schnick, Schnack, Schnuck. Also, das heißt, ich gebe die erste Challenge vor. So, die erste Aufgabe wird sein, man muss hier abspringen. Man darf nicht hier abspringen, man muss genau hier, möglichst hier so abspringen. Und dann, wer soweit springt, vorher gesagt, wer am weitesten springt, also so weit wie möglich. Könnte schon geil werden. Wird lustig. Was sagst du? Hast du Bock? Na, das kann lustig werden. Übrigens, Shoutout an Luke. Luke ist erst 12. Würde man nicht denken. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm auf Instagram vorbei. Hier verlinkt. Bam. Und ja, let's go. So, nochmal kurz zu den Spielregeln. Man hat jeweils pro Challenge einen Versuch. Und im ganzen Game hat man 2 Joker. Wenn man die verbraucht hat, hat man immer nur einen Versuch. Wenn man es da nicht geschafft hat, hat man verkackt. Also, ich lege jetzt los. Der ersten Challenge. Ich habe richtig Bock. Luke auch. Luke hält jetzt drauf. Jo, Flo kommt. Erster Versuch. Alter. Junge. Ich bin richtig gespannt, was jetzt der Luke macht. Jetzt war er wirklich nicht der krasseste. Ich bin, glaube ich, dort in dem Loch gelandet. Er kommt, er kommt. Das braucht, glaube ich, eine Videoanalyse. Aber, nein. Ja. Guck mal, hier sieht man auch, hier bin ich abgesprungen, hier ist Luke abgesprungen. Ich würde sagen, das ist ein B für dich. Scheiße. Alter, ich habe den Sprung gerade noch so bekommen. Hier ja, vorne. Ja, ich habe es gesehen. Aber wir machen weiter. Luke ist jetzt dran. So, ich gebe vor. Und zwar ist jetzt die Challenge, aus der Sharkfin rausspringen und möglichst weiterhin in die Kuhle reinspringen. Okay, also über die Linie, hier so. Jetzt machen wir. Guck jetzt dran. Anlauf ist jetzt dort vom Baumstamm. Okay, Leute, erste Challenge. Oh, ich bin echt gespannt, ob er das schafft. Also es war im Trocknen schon schwierig. Da würde ich sagen, starten wir mal. So, wir haben jetzt entschlossen, es war nicht ganz, es war halt auf der Linie nur ein bisschen davor. Deswegen, wenn ich jetzt genau reinschaffe, dann kriegt quasi Luke einen Buchstabe. Wenn ich es auch nur auf die Linie schaffe, kriegt keiner was. Also, ich bin dran. Oh, yes. So, ich habe es nicht ganz geschafft, deswegen kriegt jetzt gar keiner einen Buchstabe, aber ich bin jetzt wieder dran. So, wir fahren jetzt quasi auch nochmal von dem Baumstamm dort oben an. Fahren dann hier rüber und dann von der Kurve abspringen und hinten quasi das wie doublen, also von der Kurve aus. Hinten rein. Von hier. Hier rein. Death Grip. Du musst Death Grip abspringen. Also darfst dann der erste danach wieder ran. Lassen deine Bremsen. Oh. Oh, das könnte spicy werden. Death Grip. Der Typ spinnt. Alter. Junge. Ja, war auch Death Grip. Einen Nosebomb über den Stein zu machen. Genau, über den Stein dort. Dann leg mal vor. Let's go. Viel Glück.
Yes. Das kam jetzt zwar ein bisschen unerwartet, weil ich habe, keine Ahnung, seit Ewigkeiten keine Nosebonks mehr gemacht. Vor allem, weil ich ja 4 Monate wegen meiner Schulter verletzt war. Jetzt erst einen Nosebonk gemacht. Auf jeden Fall geil und jetzt bin ich erstmal wieder dran. Okay, meine Aufgabe ist jetzt, ohne Pedalieren, hier quasi über den Sprung, über die Sharkfin und dann unten bis zu dem Punkt, wo wir dann aufhören, bis dahin die Zeit gemessen wird. Das ist meine Aufgabe. So, ohne Pedalieren, dort über die Sharkfin unten rein, wer schneller ist. Fertig, los. So, jetzt ist Luke dran. Ich kann gar nicht sagen, wie schnell ich war. Werden wir dann sehen, wir werten das danach aus. Okay, dann sag du, wenn es losgeht. Ja, 1. So, dann werten wir das Ganze kurz aus. Und dann seht ihr mich jetzt gleich wieder. Also, Luke ist jetzt der glückliche Gewinner. So, wir haben das jetzt ausgewertet. Es waren 0,5 Zehntel, aber ja. Gut, jetzt ist Luke wieder dran. Schauen wir mal, was er so sagt. BB. Okay, ich gebe vor und die Challenge ist, von dem kleinen Sprung hier oben anfahren, ohne Pedalieren, so weit wie möglich an dem Sprung unten zu kommen. Da stelle ich mich gleich hin. Gewinnt. Genau. Dann gehe ich mal vor. Long Jump Challenge. So, das ist der besagte Sprung. Luke kommt jetzt. Schauen wir mal. Ich habe auch genau seinen Tiremark. Genau hier. Genau hier. Und jetzt mit dem da hin. Und dann. So. Das ist die Weite, die ich toppen muss. Da wo der kleine Stock liegt. Sketchy. So, ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Luke war jetzt schneller mit seiner Masse. Mal gucken, ob ich das jetzt toppen kann. Und pedalieren. Oh. Ja? Der war sogar fast gleich hier. So, laut Videoanalyse bin ich genau hier gelandet. Hier. Und der Stock ist da. Also es sind vielleicht 20 cm, wo ich da gewonnen habe. Hat trotzdem extrem Spaß gemacht. Man hatte gefühlt gar keinen Schwung. Erst in den letzten Metern hat man so ein bisschen Schwung bekommen und dann hier rein. Ich würde mal sagen, wie sind denn das? Gute 2,5 Bike-Längen. So, wir sind jetzt hier am Step-Up. Aber wir sind jetzt nicht langweilig und machen da irgendwas am Step-Up. Sondern wir nehmen das als Hip und springen rechts raus. Und dann eine Long-Jump-Challenge. Also wer am leichtesten rausspringt. Das könnte lustig werden. Okay, ich beginne mal. Mal gucken. Jo, Flo geht vor. Long Jump als Hip. Und let's go. Oh, Junge. Ja. Ist gut, der Step Up. Man springt da wirklich nicht weit, weil man auch nicht so viel Schwung hat. Alles mit Wurzeln, Schlamm. Und damit kommt man jetzt hier maximal bis hier. Also, da habe ich schon echt angerissen. Mal gucken, was er so bringt. Glück ist ja eigentlich gut in sowas. Bin echt gespannt. Ja! Easy. Hier ist er gelandet. Genau hier. Genau da. BIK! Aber stark. Trotzdem stark. Man darf nicht vergessen, Glück ist 12. So, mischen ist es jetzt. Hier. Kann man noch mit Bremse fahren und den Drop hier Death Grip springen. Ohne Bremse. Und dann in der Landung und darf man wieder an die Bremse ran. Ja, das Geist ist gestört. Kranker Typ. Der ist den letzte Woche zum ersten Mal gesprungen. Jetzt übertreibt er hier schon wieder komplett. Alter! Let's go! Aber der war schon Full Send hier.
kommt hier in die übelste Compression rein. Und dann muss man hier direkt rausziehen und da rein. Das war jetzt meine Aufgabe. Jetzt ist Luke dran. Wenn er das jetzt nicht schafft, also weiter als ich zu springen, dann habe ich das Game of Bike gewonnen. Junge, ich bin so gespannt, mal gucken, ob er es schafft. Aber wirklich kranker Typ. Auch die Challenge mit dem Death Grip ist nicht ohne. Vor allem, weil er 12 ist. Also wünsche mir mal das Beste, Alter. Mal gucken. Er wird schon ordentlich abziehen. So, ich stelle jetzt mal die Kamera hier hin. Das war genau hier. Ich hoffe, das Game of Bike hat euch gefallen. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what?